zum Spaß. Meinst du, deshalb trägt er die Masken? Wegen der Narben? Wovon reden denn alle? Rotzahn ist noch nicht da, um die neue Strecke zu testen. Vielleicht fürchtet er, auf dieser zu verlieren. Irgendwann verlässt ihn sein Glück. Und dann zwinge ich ihn, mir zu zeigen, was unter der Maske steckt. Ihr habt noch nie gesehen, wie er aussieht. Den letzten, der das versucht hat, hat er so vermöbelt, dass er nicht mehr ganz richtig tickt. Wir sind uns sehr nahe gekommen. Mich kümmert's nicht. Es zählt nur das, was man auf der Strecke leistet. Erstmal beginnen wir das Rennen ohne ihn. Josek, sorg dafür, dass sie eine Maschine bekommt. Klingt nach einer Herausforderung, gegen Rotzahn anzutreten. Klar, als trete er gegen Grünschnäbel an. Also, bist du jetzt dabei? Auf geht's.
Spaß gemacht. Und zwar mir. Auf geht's. Schlecht für einen Grünschnabel, was? Ich glaube, du hast eine Chance, gegen Rotzahn zu gewinnen. Sofern ich's nicht vor dir schaffe. Dann versuch's doch. Hex meinte, er hätte eine neue Strecke entdeckt im Himmelsklangebiet östlich vom Bollwerk. Du solltest sie ausprobieren. Für meinen Sieg gegen Rotzahn kann ich auch mit einem echten Reiter trainieren. Mal sehen. Wenn ich in der Gegend bin, vielleicht. Ich schärfe schon mal meine Pfeile.
Willst du meinen nächsten Rennsieg miterleben? Bereit für ein Rennen. Das ist deins. Aber beim nächsten Mal siehst du meinen Stürmer von hinten. Willst du meinen nächsten Rennsieg miterleben? Ich muss leider aufbrechen. Geh mit den Zehen.
versucht mein Stürmer auf der Strecke nur von hinten sehen zu können. In deinem Alter war ich auch so ungeduldig. Ist alles okay? Was macht ihr denn hier draußen? Frag meine Großmutter. Ich habe meinen Wachdienst verlassen, um nach ihr zu gucken. Sie wollte die Blüten sehen und will nicht mehr weiter. Seit wann interessiert sie sich für Blumen? Nicht nur Blumen, mein Kind. Es sind Scharlachstiele. Ihr Duft beruhigt die Nerven. Das hat mir vor vielen Jahren ein Utaru-Samensucher erzählt. Ein Utaru? Jetzt erzählst du Märchen. Wenn damals einer hier gewesen wäre, hättest du ihn direkt getötet. Konnte ich nicht. Ich sah ihn Blumen pflücken. Hier ganz in der Nähe, auf Tenakt-Gebiet. Ich wollte ihn niederschlagen, doch er hat gesungen. Gesungen? Kann mich nicht an die Melodie erinnern, aber an seinen Tonfall. Und an seinen Namen. Nilo. Er blieb damals für ein oder zwei Tage. Ich nahm den Wachdienst an, damit ich zu ihm konnte. Und er hat seine Rückkehr nach Rheinklang verschoben. Für die Blumen, sagte er. Sag mir bitte, dass ich nicht von einem Utaru-Gärtner abstamme. Beinahe. Beinahe. Aber meine Lust zu kämpfen war stärker. Und er musste zu seinen Leuten zurück. Ich dachte an das, was ich mit ihm gehabt hätte. Und ob er genauso denkt. Würde er mich gern in Rheinklang sehen? Oder nur einen Scharlachstiel annehmen? Es ist weit bis nach Rheinklang, aber ich bin manchmal dort. Ich kann ein paar Scharlachstiele pflücken und sie Nilo geben, wenn ich ihn finde. Bitte! Er war dort ein Kräuterkenner. Ich weiß, viel Zeit ist seitdem vergangen. Doch ich möchte wissen, ich möchte, dass er weiß, du weißt, was ich meine. Ich glaube ja. Eine alte Frau zu ermutigen? Warum machst du das? Warum nicht? Danke, dass du für mich nach Rheinklang gehst, Fremde. Ja, danke. Vielleicht.
Die Maschine ist... Nicht willkommen. Diese Tenakt-Soldaten stecken wohl schon wieder in Schwierigkeiten. Nora, wir brauchen deine Klinge! Halte ich dieses Mal von Schwierigkeiten fern. Seine Klinge. Zur Ehre gehört mehr als der Tod.
Irgendwann brauche ich die. Ich sollte den Kräuterkenner suchen. Vielleicht ist es Nilo. Ich könnte ihm die Scharlachstäbe geben. Aloy, was verschafft uns diese Freude? Hier drüben, Kind. Ich will mit dir reden. Mögest du durch volle Freude fallen. Thank you.
Fremde. Was kann ich für dich tun? Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber jemand anders, auf eine Art. Danke, ich versuch's im Flusslied. Dort ist ein Hain, eine Gedenkstätte, eine schöne Grünanlage. Wenn er dort ist, pflegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Schau dir meine Waren an. Heilung für jeden Bedarf. Das ist, was ich da habe. Ich hoffe, du findest den Flusslied, wonach du suchst. Vorsicht, Fremde. Diese Pflanzen sind gefährlich. Das muss das Altholz sein. Shale sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Der beste Ort, um nach den Samentaschen der Jäger zu suchen.
der Lichtung ist ein toter Otaru. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich die Samentasche holen kann. Feuer ist bei dieser Maschine verschwendet. Dieser Jägerkiller bedeutet Ärger.
Schockmunition wäre hier nützlich. Kann ich nicht schießen. Thank you.
Schockmunition ist die Maschine schnell erledigt. Okay, flüssig. Ich sollte Mimo suchen, in die Scharlachstiege gehen. Der Kräuterkenner in Rheinklang meinte, er sei vielleicht in der Nähe des Heims. Oh nein. Nilo. Sagte sie Nilo? Hallo. Eine Nora. Hier. Du bist weit weg von zu Hause. Du hast wohl recht. Ich suche einen Kräuterkenner namens Nilo. Ich glaube, du hast seinen Namen erwähnt. Du bist am richtigen Ort. Seine Samen sind hier vergraben, wo er die Blüten anderer pflegte. Zum Beispiel meiner Mutter. Ich bin seine Tochter, Gia. Seit wann ist er denn tot? 5 Jahre jetzt. Er steckte viel Liebe in diesen Heim. Fast so viel, wie er mir gab. Deshalb könnte ich Flusslieb nie verlassen. Ich möchte gern ein paar Blumen da lassen, wenn ich darf. Von einer alten Bekannten. Scharlachstiele. Sie sind selten hier, aber sie waren ihm am liebsten. Ich wusste nie, warum. Er pflanzte sie, wenn er konnte, doch er pflückte sie nie. Er zog es vor, sie blühen zu sehen. Das klingt doch gut. Er war also ein guter Mann, der ein gutes Leben hatte? Das war er. Und das hatte er. Ich weiß nicht, wer die alte Bekannte ist,
Aber wenn mein Vater sie mochte, muss sie eine gute Seele sein. Mögen eure Samen selige Wurzeln haben. Da. Endlich mal ein Außenposten. Ich wusste, die Spuren und die Rebellen sind tot. Wir sollten sie begraben. Das sind Rebellen. Manche von ihnen waren Wüstenpinner. Wir sollten sie ehren. Achte auf den Donnerkiefer. Okay, dann los. Noch gut genug. Ist mein Wachdienst vorbei? Hast du von Großmutters Gärtner gehört? Ja und nein. Ich habe die Scharlachstiele auf sein Grab gelegt. Seine liebste Blume, laut seiner Tochter. Er liebte sie blühen zu sehen. Er ist tot. Doch er hat über die Jahre an mich gedacht. Das muss mir ausreichen. Wirklich? Das war's? Bist du sicher, es war der richtige Gärtner? Kräuterkenner? Es schien, als ob du es für einen nutzlosen Gang hieltest. Nun, es hat dir eben etwas bedeutet. Es hätte ein ganz anderes Leben sein können. Schon möglich. Aber dieses Leben war auch nicht so schlecht. Ich habe sogar eine Enkelin, die sich in der Wildnis auf die Suche nach mir macht. Und ich habe Scharlachstiele, die mich an Nilo erinnern. Klingt, als ob deine Großmutter alles im Griff hat. Vielleicht hat sie das. Sag mir einfach, wenn du das nächste Mal hier rauskommen möchtest, ja? Anstatt zu verschwinden. Mache ich vielleicht. Hier, Frank. Nimm das. Weil du einer alten Frau halfst, sich ans Jungsein zu erinnern. Das war eine gute Tat für meine Großmutter. Ich werde der Blüten niemals umgehen. Ich weiß, ich weiß.
Ich mochte seine Arme. Lange.